Die Wasserdichtigkeit gegenüber der Evolution der Irrtümer ist entscheidend für das Überleben von Gesellschaften. Also wir müssen quasi immer nach der Evolution der parasitären Meme bzw. der Irrtümer in jeder Form der Gesellschaft schauen. Wenn eine Gesellschaft keine wasserdichten Systeme hat, die eine Ausbreitung der Irrtümer zur Folge haben, dann ist sie verloren. Deutschland ist das Land auf der Erde, das sogar ein noch aufgeblähteres Sozialsystem hat, verglichen zum Beispiel mit den USA. Es ist also das System, wo die Sparten, die Sozialsparten, noch größer sind als alle anderen kapitalistischen Sparten und wo dadurch die Produktion der Irrtümer durch diese riesigen Sozialsparten noch einmal ins Uferlose gesteigert worden ist und wo deswegen auch sozusagen die Tendenz hin zu den unrealistischen linken Irrtümern sehr groß ist. Also wie war das? Die vorteilbringenden Irrtümer der Waffensparten und der Sozialsparten hetzen quasi oder sind der Kern dessen, was die unrealistische Linke zu ihren unrealistischen Träumereien von einer Gesellschaft, die gar nicht möglich ist, zustande gebracht haben sozusagen. Und diese Manipulationsopfer, das haben wir nirgends auf der Welt so stark wie in Deutschland. Und das lässt dann befürchten, dass, weil die Summe der Irrtümer, der vorteilbringenden Irrtümer, die die Gehirne der Bevölkerung beuteln, in Deutschland größer ist als in jedem anderen Staat der Welt, kommt es auch dazu, dass man zum Beispiel keine realistische Bevölkerungspolitik mehr macht, sondern eben sagt, ja, wenn alle Menschen, alle Neugeborenen potenzielle Genies sind, weil nur die Bildung alleine entscheidet, ob jemand ein fähiger Arbeitsplätzeschaffer und eine fähige Fachkraft wird oder nicht, ja, dann ist es doch egal, wer die Kinder kriegt. Die Wahrheit ist aber, Fachkräfte entstehen am ehesten dann, wenn diejenigen, die einen Genbestand haben, der eher für ein 2-Liter-Gehirn, 2-Liter-Volumen-Gehirngröße sozusagen vorliegt, verglichen mit 1-Liter-Genetik, also sie können entweder Gene haben, die bei normalem Aufwachsen eher zu einem 1-Liter-Gehirn führen oder bei normalem Aufwachsen eher zu einem 2-Liter-Gehirn. Und natürlich haben sie, das ist naturwissenschaftlich tausendfach bewiesen, natürlich das 2-Liter-Gehirn deutlich und viel, viel leistungsfähiger als das 1-Liter-Gehirn und kann deswegen viel eher Arbeitsplätze schaffen oder Fachkraft werden und so weiter. Die unrealistische Linke ist ja voll von den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten, die ihnen einreden. Nein, es ist völlig egal, wer die Kinder kriegt, denn alle sind ja Genies und aus allen kann man super Fachkräfte machen und super Arbeitsplätzeschaffer machen. Von daher ist der Punkt ganz einfach der, dass eben ja die ganze unrealistische Linke den Sozialspartlern in die Hände arbeitet, denn die Weltverbesserungskonzepte, die sie haben, sind in Wirklichkeit Weltverschlechterungskonzepte oder Verschlimmbesserungskonzepte, die dazu führen, dass Deutschland ein bettelarmes Land wird wie die DDR und kaputt geht und so wie die Ukraine, wie der Irak, die Indianer und die Indios irgendwann auch Kriegsopfer wird, weil es sich irgendwann nicht mehr wehren kann und weil die anderen
Staaten es irgendwann aus der NATO rausschmeißen. Was will man mit einem bettelarmen Partner, der nichts beitragen kann zum Schutz, ne? Und irgendwann vielleicht auch aus Europa dann rausschmeißen, solch einen Failed State sozusagen. Ja, und von daher ist es also so, wir müssen immer blicken, wie wasserdicht ist ein Gesellschaftssystem gegenüber der Evolution der Irrtümer, und Deutschland ist extrem nicht das Gegenteil von wasserdicht. Es ist löchrig wie ein Schweizer Käse, ist wie ein Schwamm, das Wasser rinnt durch, das ist wie eine Titanic, die aufgerissen ist und wo das Wasser nur so einströmt, und so weiter. So dicht ist Deutschland nämlich gar nicht, ja. Und wir brauchen die Wasserdichtigkeit der Gemeinwohlökonomie-Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, GWÖ-GWO-Kombi, weil da wirklich geguckt wird, verbessert eine Sparte wie die Sozialsparten Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, letztendlich aller Bürger und so weiter. Und dann rechnet sich es nicht mehr, Irrtümer zu verbreiten. Die Irrtümer führen dann eher zum Karriereende, weil man es mit diesen Irrtümern nicht schafft, der Gesellschaft einen echten Nutzen zu bieten, während man, wenn man sich nicht mehr irrt, sondern wahrheitsorientiert mit dem Thema Armut in der Gesellschaft und so weiter, Obdachlosigkeit, Armut, Arbeitslosigkeit umgeht, dann kriegt man am allermeisten Geld und am meisten Karrierechancen in der GWÖ-GWO-Kombi, wenn man da also wahrheitsorientiert wird. Und damit hören dann auch die Manipulationen gegenüber der unrealistischen Linken auf. Und wir können hoffen, dass die unrealistische Linke mit dem Verschwinden der Irrtümer aus den Sozialsparten, dass dann auch allmählich die Irrtümer aus der unrealistischen Linken, aus den Linksextremisten, verschwinden. Das ist zu hoffen. Also, die Wasserdichtigkeit erlaubt ein System Profite durch Irrtümer oder nicht? Erlaubt ein System, dass ich mich irre und denke, Zucker und die ganzen Chemiecocktails, die ich im Labor herstellen lassen kann, seien eine akzeptable Nahrung für die Bevölkerung? Kann ich mit diesem Irrtum Profite machen im Kapitalismus? Ja, da mache ich sogar die größten Profite, wenn ich solche Irrtümer im Kopf habe. Und die GWÖ-GWO-Kombi, die würde solche Irrtümer finanziell abstrafen, weil nur noch der, der wirklich seine Kunden mit gesunder Nahrung versorgt und einen Gesundheitsanregungsmarkt optimal gestaltet, nur noch der kriegt dann entsprechend hohe Verdienstzuschüsse. Also ist die GWÖ-GWO-Kombi das erste wasserdichte System, was besonders für Deutschland nötig ist, weil Deutschland zurzeit das vom Abstieg bedrohteste und gefährdetste Land der Erde ist, eben weil es die größten Sozialsparten der Erde hat und damit die größten Treiber von vorteilbringenden Irrtümern in die Gehirne der Bevölkerung hinein, was die gesamte Gesellschaft immer unrealistischer werden lässt. Ja, so viel für dieses Thema. Tschüssi.